Ein Anruf einer besorgten Nachbarin hatte sie alarmiert. Ein kleiner Kojote saß gefangen in einem Erdloch, das ein Bauarbeiter versehentlich beim Ausheben eines Fundaments freigelegt hatte. Das Tier war zu klein, um durch die enge Öffnung zu flüchten, und zu ängstlich, um sich zu wehren. Schon beim Anblick des Lochs spürten die Tierschützer die Verzweiflung des kleinen Wesens. Der Geruch von Angst lag schwer in der Luft. Es war unklar, wie lange der Kojote schon gefangen war, aber es war klar, dass er sich in einer verzweifelten Situation befand. Erzittert, flüsterte Anna, eine der Tierschützerinnen, und ihre Stimme zitterte mit. Er muss schreckliche Angst haben. Sofort begannen sie mit Schaufeln und Händen zu graben, vorsichtig, um das Tier nicht zu verletzen. Doch der Kojote war nervös, seine Bewegungen unvorhersehbar. Jedes Mal, wenn die Schaufel gegen die Erdwand schlug, zuckte der kleine Kojote in dem Loch zurück, sein Wimmern kaum hörbar. Die Minuten wurden zu Stunden. Die Sonne stand schon tief am Himmel, als die Tierschützer ihre Arbeit fortsetzten. Die Erschöpfung machte sich bemerkbar, doch sie konnten nicht aufgeben. Der Kojote war so erschöpft, dass er kaum noch zuckte, nur seine schnellen Atemzüge zeigten, dass er noch lebte. Wir müssen ihn jetzt befreien, sagte David, der Anführer der Gruppe, mit sorgenvoller Stimme. Er ist zu schwach, um noch länger in dem Loch zu bleiben. David kniete sich vor das Loch und begann vorsichtig mit seinen Händen zu graben. Er war so nah an dem Tier, dass er seine Angst förmlich spüren konnte. Der Kojote versuchte sich zurückzuziehen, seine Augen waren weit aufgerissen vor Angst. Langsam, mein Kleiner, flüsterte David. Ich will dir nicht wehtun. Schweißperlen tropften von Davids Stirn, seine Finger waren wund und blutend. Doch er gab nicht auf. Nach Stunden der mühsamen Arbeit sah er endlich ein Stück Fell. Der Kojote war frei, er stürzte aus dem Loch, auf seinen wackeligen Beinen, und rannte los. David und Anna sahen ihm nach, mit Tränen in den Augen, die sie vor Anstrengung und Erleichterung nicht zurückhalten konnten. Der kleine Kojote war frei. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.